Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Helmut? Ich bin's. Der alte Kumpel Klaus Buch. Ach, Klaus aus Tübingen. Helmut? Das ist Sabine, meine Frau. Hier, probier mal. Und du bist wirklich Lehrer? Deutsch und Geschichte in München. München, Helmut. Die Stadt der Selbstgefälligkeit. Helmut hatte damals Probleme mit der Vorhaut. Hast du ihn nach der Schule operieren lassen? Operieren was? Der ist independent. Was soll das bedeuten, dass er arbeitslos ist? Wie findest du Hell? Hallöchen. Reisen Sie schon weiter als wir. Du kennst dich ziemlich gut aus mit Vögeln. Bisschen schon. Jetzt schläfst du erstmal eine Runde und träumst von deiner Ruhrmammel. Wenn man sie entdeckt, flieht sie nicht, sondern sie nimmt die sogenannte Pfahlstellung ein. Unglaublich. Er sieht aus wie König Artus. Du hast ja extra für heute Abend ein neues Kleid gekauft. Sie sieht toll aus, dem Kleid. Glaub, ich fahr da morgen mit. Müssen ja auch nicht immer alles zusammen machen. Nein, müssen wir nicht. Ich möchte mich mit dir nackt in die Fluten des Sees stürzen. Einem Pferd, das durchgeht, darf man sich nie den Weg stellen. Mit einem fliehenden Pferd können wir nicht reden. Eine zusammengezogene verkrampfte Haltung spiegelt häufig eine Seele in Not wider. Fühlst du dich manchmal verkrampft? Nein, nicht immer. Entschuldigung. Ich träume von einem anderen Leben. Na, endlich. Wir werden von den beiden verführt. Wir sollten aufpassen. Ich freue mich schon. Was mit dir, Helmut? Freust du dich auch? Ja, natürlich. Unendlich.